Hallo und herzlich willkommen zu Espada Bricks. Heute geht es um die 6649 aus dem Jahr 1995 und wir haben 55 Teile in diesem wunderbaren Set. Einmal hier die Anleitung, ganz kurz, ganz entspannt zum Aufklappen. Auch jetzt nichts Weltbewegendes hinten, die anderen Sachen, die man daraus bauen kann. Hier nochmal so ein Wagen, hier oben noch ein Rennwagen, sogar auch sehr interessant. An sich eine schöne Straßenkehrmaschine, da gehe ich genau erstmal gleich drauf ein. Aber zuerst natürlich die besonderen Teile und die Minifigur. Hier haben wir als erstes die Minifigur, ein absolut cooler Straßenfeger, ja, der hier sehr coolen Torso-Print hat und Sonnenbrille. Das war ja auch eins sehr häufiger in den 90er Jahren, Mitte 90er Jahre benutztes Gesicht, diese Sonnenbrille. Dann haben wir hier, absolut beliebt, immer noch ein Traum für viele Lego-Sammler, diese wunderbaren Rollen, die auch in Waschstraßen genutzt werden, dass die Autos so durchfahren. Aber hier als Kehrmaschine auch sehr, sehr gut, diese Dinger. Die haben einen wunderbaren Vorteil, die ziehen quasi Staubklumpen ohne Ende an. Also alles, was Staub ist, sammelt sich hier gerne drin. Also wirklich eine Kehrmaschine in dem Sinne. Dann haben wir als Besonderheiten hier noch ein Besen dabei. Ja, brauner Besen. Und wir haben noch eine Schaufel in Grau, den Müll zu entfernen. Und habe ich noch irgendwas? Ja, man kann jetzt noch sagen, hier bei den kleinen Reifen, die Felge in Gelb, die gab es jetzt meines Wissens auch nicht so häufig. Das Grau hier auch wieder, wie ich ja schon mal sagte, das alte Light Gray. So, dann fangen wir mal an. Erster Bauschritt ist, wir legen erstmal Sachen zusammen und beim zweiten wird es dann gleich gefestigt. Deswegen baue ich es gleich so schon passend zusammen. Auch hier sieht man die Reifen leider. Staubfänger Nummer 1 ist halt Gummi. Das zieht das auch alles irgendwie an. Ich habe versucht zwar sauber zu machen, aber ich traue mich noch nicht so wirklich, die in eine Waschmaschine zu legen. Ein bisschen Angst, dass das ja, irgendwie nach hinten losgeht. Ihr seht, der Wagen wird schon sehr klein, übersichtlich, aber ich finde optisch für so eine City ziemlich, ziemlich cool. Also der ist da, passt da schon rein mit seiner Optik. So, wir haben jetzt hier auch farblich das Ganze, seht ihr ja, schwarz und gelb gehalten. Also sehr, sehr zweifarbig. Leichte graue Einsätze hier und da. Aber jetzt nichts Weltbewegendes. Hier seht ihr auch, wie die Rolle nur zusammengesetzt wird. Also es ist quasi Technikstange, dann dieses große gelbe Teil und dann werden quasi zwei dieser Rollen draufgesetzt. Das ja, mache ich jetzt nicht. Wichtig ist jetzt hier, kommt der auf diesen Nupsi und dann hat man hier nämlich einen wunderbaren Drehengel. Ja, diese kann hier so einen wunderbaren Drehpunkt und da kann diese Straßenkehrmaschinengeschichte sich wunderbar flexibel bewegen. So, hier wird auch schön hochgebaut. Ja, der gelbe Stein hat ein bisschen anderes Gelb als der Rest. Liegt aber auch daran, dass das teilweise ja auch welche aus meinem Fundus sind und dann kann es sein, dass ich da mal vielleicht einen älteren erwischt habe, der schon ein bisschen abgenutzter ist. Das ist zwar ärgerlich, aber ja, da müsste ich nochmal vielleicht die Sammlung genauer durchschauen. Ganz interessant sind hier am Ende diese, sag ich mal, ich fand immer, das waren so in einem Hotelset zum Beispiel, da gab es die als zum Getränke sitzen oder für Feuerlöscher ist das die obere. Hier ist es quasi, um Wasser zu sprühen, wie das hier sozusagen angedeutet. Finde ich auch sehr, sehr cool, hinten am Fahrzeug. Ja, die hier wieder mal ein rotes Lenkrad. Dann ist das halt so. Also manchmal gab es hier auch schon die ein oder anderen farbliche interessante Entwicklung, sage ich mal, bei Lego. Dass man hier einfach ein schmeißt ja die Teile weg. Das kommt, wenn man es festdrücken will. Und hier alles runterruft. Also ihr seht ja auch hier, das hält jetzt auch nur so, wie ich es dran drücke, beziehungsweise ist halt auch sehr fragil. Ich habe mich gefreut, dass ich auch noch so viele von diesen Dingern gefunden habe. Weil die natürlich auch gerne fressen für den Staubsauger sind. Also wie jetzt hier die Platte dreckig ist. Aber gut, das lassen wir jetzt so. Oder sogar eine Macke hat. So, schauen wir weiter. Hier noch ein leicht rot abgesetzt, das Ganze.
ist auch in Ordnung. Also das gibt dem Ganzen zumindest, dass das Lenkrad nicht so verloren aussieht, dass es das Einzige ist, was rot ist. So kann man quasi dem... Das gehört ja noch gar nicht rein. Das kann man dem Ganzen ein bisschen... Ja, ihr seht hier, es fällt immer wieder ab. Also hier hinten diese Dinger würde ich fast empfehlen, die als letztes dran zu machen. Immer wenn man hier versucht, was dran zu setzen und gegenkommt, also gegen festhält, fällt das Ganze runter. Hier auch so ein schön hohes Glas. Auch sehr, sehr, sehr nett gemacht. Das Ganze ein bisschen deutlicher zu zeigen. So, jetzt kommt der noch hier hin, damit ich hier das draufsetzen kann. Hier oben kommt schon mal eine Platte drauf. So, dann können wir weiterblättern. Jetzt kommen hier diese coolen Seitenteile. Die finde ich auch sehr, sehr cool und sehr, sehr gelungen. Genau, hier am Ende wird das noch abgegrenzt. Also hier auch ein großer Hohlraum, der einfach überbaut wird. Und da fallen wieder die Dinger hinten ab. Ja, also ihr seht, das ist leider ein Schwachpunkt des Sets, dass das leider immer wieder abfällt. Aber hier ist zumindest Hohlraum für den Müll, der gesammelt wird. Ja, wird das Ganze noch mit einer Platte hier stabilisiert, damit das nicht flöten geht. Vorne hier das Licht, was wir gleich draufsetzen werden. Und hier baue ich jetzt noch die Dachkonstruktion, dass der gute Mann zumindest von oben nicht nass wird. Die Seiten sind leider offen. Das lässt sich leider nicht verhindern. Jetzt blättern wir einmal um und jetzt schauen wir noch, wo der drauf kommt. Der kommt hier an der Seite drauf. Und da ist die Kehrmaschine fertig. Ja. Die, ihr seht, es ist jetzt hier schwer, weil ich eine glatte Oberfläche habe. Es dreht sich kaum mit. Der Kollege ist hier aber. Sein Kleingeraffel ist hier. Ja. Ich finde das eigentlich ein schickes kleines Set. Kann man gut mit leben. Schöner Wagen, schöne Figur. Das hier hinten ist leider ein bisschen fragil. Aber wenn ich das hier alles mal richtig festdrücke. Ah, da habe ich nicht richtig festgedrückt. Was ist denn da los? Naja, ihr wisst, ihr versteht die Idee des Wagens. Stellt das kleine Set, fährt, macht sauber. Ich habe da auch noch eine andere Version von. Hier kann man natürlich, hier sind die Klemmen dran, dass man hier noch dieses kleine Zeug dran packt. Ja, schönes Lego-Set. Mir gefällt es sehr gut. Und was soll ich sagen, außer erfreut euch den Klemmbaustein. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.